So, herzlich willkommen, liebe Leute. Ein neuer Tag, ein neues Glück, eine neue Quest. So, wir müssen zu der Beschützerin des Waldlandes. So, wir kriegen eine Einladung. Lädt euch in die Gilde ein vom Schwarzen Kreuzzug, Stufe 9. Nehmen wir jetzt mal nicht an. Wenn, dann wollen wir schon in eine Level 25er Gilde. Ist einfach chilliger, weil mehr Sachen dabei sind und alle Gildenerfolge schon frei sind. So, wir gehen auf M. Sehen. Ah, okay. Sehen hier kein Fragezeichen, weil wir mit Rechtsklick erstmal aus unserem Anfangsgebiet raus müssen. Sehen dann die Beschützerin des Waldes. Wir müssen da hoch. Machen die Map wieder zu. Wir sehen hier auch den Quest-File, wenn ihr auf den Quest-File drauf geht, steht auch, welche Quest euch gerade angezeigt wird. So, wir laufen mal dahinter. Ist komisch. Das Fragezeichen ist hier. Hier sehe ich es nicht. Was für ein Müll. Naja, wenn sie meinen. Und ich würde gern rausfinden, wie die in der Folge 2 das gemacht hat, dass die ihre Titten so wackeln hat lassen. Und warum sie das jetzt nicht mehr tut. Verstehe ich nicht. Ich würde es gerne nochmal sehen. Naja. So. Schauen wir mal, wie weit wir jetzt kommen oder diesmal kommen. Oh, 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 ich sehe da was, ich sehe da was, ich sehe da was. Eine Schattenweberhöhle. Ja. Ach, das Fragezeichen ist hier, aber sie ist nicht da. Ich denke mir gerade, das Fragezeichen, wir stehen doch direkt drauf. Aber wir müssen die ja suchen. Steht ja da. Ach, hier ist sie. Na, toll. Bleib stehen. Annehmen. Ach, ich habe die Quest nicht vorgelesen. Okay. Verderbnis der Waldweber. Tötet 12 Weberspinnen. Waldweberspinnen getötet. 0 von 12. Belohnung. Auf euch wartet eine dieser Belohnungen. Ein Streitkolben, ein Dolch, ein Stab. Oder ein Schwert. Wir nehmen dann den Stab, denke ich mal. Ist geschickter für einen Magier. Und wir kriegen 75 Kupfer und 360 Erfahrung. Ist nicht schlecht. So, wir greifen mal hier so ein Spinnchen an. Probieren unsere Frostnova aus. Nice one. Gleich die Kleinen auch noch mitgekillt. Yay. So, und nächste Spinne. Die Kleinen sind ja nervig. So, Gott sei Dank greifen die keinen an. Verfehlen. Was soll das? Wieso? Tot. Ja, zum Verfehlen ist am Anfang ganz normal. Ihr braucht euch keine Gedanken machen, warum verfehle ich die ganze Zeit? Was mache ich falsch? Muss ich irgendwas anders machen? Nehme ich die verkehrten Zauber? Nee, alles gar kein Thema. Und zwar, verfehlen tut ihr, sobald ihr eure Trefferwertung nicht voll habt. Nachdem das am Anfang auf keinem eurer Gegenstände Trefferwertung oder Intelligenz oder derartiges drauf ist, könnt ihr keine Trefferwertung haben. So, wir machen jetzt die noch schnell kaputt, dann zeige ich euch das, wo ihr danach schauen könnt. Das hat sich zwar mit dem nächsten Addon hat sich das sowieso wieder alles erledigt, weil da gibt es das nicht mehr, sofern ich das richtig mitbekommen habe. So, wir gehen auf C oder hier unten auf Charakterinfo. Und hier auf der Seite stehen eure ganzen Attribute. Allgemein Gesundheit, Tempo, bla bla bla. Attribute, Stärke, Beweglichkeit, Ausdauer, Int, Willenskraft. Wir gehen beim Magier Vollgas auf Int. Hier oben, bei denen. Dann haben wir noch Nahkampf. Schaden, SPS brauchen wir auch nicht. Wir sind nicht im Nahkampf, weil hier würde man schon Chance zu verfehlen 0% haben bei Stufe 6 und Boss, wenn man 7,5% Trefferchance hat. Nachdem dass wir aber DD, Fernkampf-DD sind, müssen wir hier schauen, Distanzangriff oder Zauber, bleibt sich eigentlich ziemlich egal. Auf hier Trefferchance, und zwar brauchen wir hier 15% Trefferchance. Hier sind auch plus 7,5. Okay, dann müsst ihr wirklich hier gucken. Auf Zauber. Wir brauchen 15,0% Trefferchance. Nicht so wie alle anderen 7,5, sondern 15,0.
So, wir machen weiter mit der Quest, dass wir die auch schön durchbringen noch in dieser Folge. Können wieder die aufheben. Wunderbar. Wir haben jetzt schon 5 von 12. Es dauert jetzt ein bisschen. Da geht's runter. What the fuck? Alter, Alter! Komm her da, Drecksviech. Alter, sagt mir das doch einer, dass da nicht geradeaus rüber geht. Ich lauf und lauf und lauf, wenn es gerade schön. Lol. So. Dann haben wir hier noch eine versteckt hier. Ich glaube, wir zünden mal wieder. Oh. Ey, die ist ja gar nicht tot. Was soll denn das? Seht ihr, wir haben jetzt erst keinen Schaden drauf gemacht. Was zum Henker ist das? Bis der Natur, okay. Wir haben jetzt keinen Schaden drauf gemacht, dann war sie festgewurzelt. Wir hätten rein theoretisch weggehen können und sie hätte uns nicht nachkönnen. So, nachdem dass wir dann aber wieder unseren Frostfeuerblitz drauf gecastet haben, ist sie weggegangen. Ey, Stufe 4. Was kriegen wir denn? Nichts kriegen wir, weil wir haben vorher gelesen, unsere nächste Fähigkeit bekommen wir, wenn wir Level 5 sind. Wir haben aufgehoben immer noch Spinnenhaut. Hier ist der neue Rucksack, der geht automatisch rein. Sobald die Leiste noch nicht voll ist, gehen die Rucksäcke automatisch rein. Später werden wir uns dann hoffentlich welche craften können mit einem Schneider. Gehört uns die? Nein, gehört uns nicht. Zählt nicht für uns. Schade aber auch. Dann. Naja, machen wir mal wieder Überfallkommando von oben. Diesmal wusste ich, dass ich runterspringe. So, jetzt zeige ich euch das. Bam! Und schon kann sie uns nicht mehr nach. Wir können jetzt also erstmal weglaufen und dann nochmal ein paar Sachen drauf casten. Dann braucht sie wieder länger zu uns hin. Fehlgeschlagen war gerade, weil wir sie getötet haben. Ah, okay. Gut. Wir haben jetzt 9 von 12. Machen hier ganz normal weiter. Zup. Hier noch eine. So. Yay, wir sind fertig. Na, heb's auf. Hopp, hopp. Gut. Oh, Alter, beweg dich doch nicht die ganze Zeit, du Drecksmistviech. Entschuldigung. Wir nehmen den Distelholzstab und beenden die Quest. Wir haben eine neue. Gittis die Üble. Abscheuliche Berührung. Questziel tötet Gittis die Üble am Nordende der Schattenweberhöhle. Machen wir doch. Kein Problem, da waren wir eh schon gerade oben, aber hier komme ich nicht mehr hoch. Das war klar. Wir schauen mal kurz auf B, unter dem, dass wir rennen. Den Distelholzstab, wenn ihr jetzt auf Großschreiben drückt, könnt ihr die zwei Sachen vergleichen. Ich kämpfe nur schnell, wartet. Zeige ich euch gleich. So, tot. Wunderbar. Wenn ihr jetzt da drauf seid und auf Großschreiben drückt, seht ihr den Vergleich zu dem, was ihr derzeit angelegt habt. Steht auch daneben. Kurzstab, 0,4 Schaden pro Sekunde mehr von dem Distelholzstab. Legen wir an. So, dasselbe machen wir mit der Hose. Die Hose hat 8 Rüstung mehr. Dann legen wir die Hose an. So. Ich hoffe, hier komme ich vorbei, ohne dass sie mich angreift. Wunderbar. So, hier oben seht ihr schon den Totenkopf, wo die gute Frau oder das gute Viech denn steckt. Ich bin gleich mal gespannt, wie wir uns schlagen bei dem. Ach, wir sind fertig. So. Eieiei, hier ist ja noch eine. Die habe ich gar nicht gesehen. Komm her da. Ja. Deswegen hasse ich solche Viecher von den Questmobs, weil die gleich immer alles angreifen, was nur gerade geht.
totaler Müll. Die helfen zwar wirklich gut, aber naja. Alter, nicht wirklich, oder? Die kann man nicht frosten. Ah, okay, die wird. Das ist gut. So, jetzt sind wir wieder aggro. Wir machen mal hier die Dinger zu. Ist gescheiter. Stirb. Wunderbar. Alter, von dem Boss kriegt man auch nur abgeknickte Spinnenflügel. Spinnenbeine? Flügel. Alter, hupf doch nicht die ganze Zeit. Wir nehmen uns den Rücken. Ich muss kurz schnell hier mal. Sonst macht uns die kaputt. Gut. So. Nächste Quest. Ab Anzeichen der Dinge, die da kommen werden. Questziele: Sprechen mit Dentare Silbertal zwischen den beiden Teichen im nördlichen Laubschattental. Machen wir doch. Und wir werden hingeportet. Wie nice. Wir brauchen nicht laufen. So, wir stehen hier vor ihr. Wir geben jetzt mal dann die Quest ab. Machen wir das jetzt noch? Ja, machen wir jetzt noch schnell. Wir geben die Quest ab. Bam, und nehmen die neueste an. Teldrassil, Krone von Azeroth. Questziele: Füllt die Kristallfiole am Mondbrunnen im nördlichen Laubschattental. Machen wir doch. So. Und somit werden wir jetzt diese Folge beenden. Wir haben eine Quest angenommen. Die machen wir dann in der nächsten Folge. In morgen, hoffe ich. Ja, ich denke, das sollte ich hinkriegen bis morgen. Und wir hören uns morgen. Tschüss.